bitte, wer es ist? Oh, Susan? Hm. Nochmal? Nancy? Mm-mm, stimmt nicht. Oh, dann weiß ich's nicht. Hm. Überraschung! Oh mein Gott. Das tut mir leid. Ich dachte, Sie wären meine Freundin Samantha. Kein Problem. Schönen Tag noch. Oh, danke. Danke, ebenso. Verzeihung, Ma'am. Kann ich Sie um einen Gefallen bitten? Können Sie mir bitte die Krawatte binden? Helfen Sie mir bitte. Oh, ja. Sicher doch. Oh, ist alles okay? Ich bin so schläfrig, ich schätze, ich... So ist's gut, Schätzchen. Hey, wohin wollen Sie denn mit meiner Frau? Ihre Frau, gerade... Liebling, was geht hier vor? Oh! Sind Sie Nicoles Ehemann? Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Amelia. Wir kennen uns von der Arbeit. Jetzt geben wir sie an Sie weiter. Also, noch einen schönen Abend. Ihnen auch. Moment. Die Freunde meiner Frau sind doch meine Freunde und, ich habe Zeit. Wieso stoßen wir nicht an auf unsere neue Bekanntschaft? Danke für die Einladung, aber es ist schon spät. Liebling! Es ist nicht so spät, dieses wundervolle Angebot abzulehnen. Mhm. Schatz, wir müssen früh aufstehen morgen, oder? Nur keine Sorge. Ich wollte schon längst Nicoles Ehemann mal kennenlernen. Gary? Okay, schön. Gehen wir. Toll! Bloß eine Sekunde. Jetzt kommt mir nicht so krass. Was soll das? Also bitte, kommt doch rein. Wow. Also, so sieht wohl das reiche Leben tatsächlich aus. Ja, ganz richtig. Also, wie wär's mit einem Drink? Klingt super. Toll. Dann mache ich einen. Und bitte fühlt euch ganz wie zu Hause. Ich bin gleich zurück. Wieso bestehst du darauf, hierher zu kommen? Du bringst uns tiefer ins Chaos. Ganz ruhig. Sieh doch mal, wo wir hier gelandet sind. Und wo sind wir? Wir waren dabei, uns was Kleines zu holen. Aber das hier ist der Jackpot. Genießt eure Drinks. John, mein Freund. Ja? Sind das deine Bücher? Ja. Ehrlich? Denn ich habe deine seltene Ausgabe von W. Somerset Maugham gesehen. Würdest du mir die mal zeigen? Sicher, gerne doch. Das ist einzigartig. Sieh dir das an. Das ist wirklich fantastisch. Jungs, wie wäre es mit einem Toast auf unsere Bekanntschaft? Klar, wieso nicht? Bitte. Danke. Prost. Prost. Musik! Ich vergesse ja ganz die Musik. Das tut mir so leid. Ist nicht nötig, wirklich. Ist schon okay. Ah, na bitte. Übrigens habe ich einen Toast für euch. Auf unser wirklich interessantes und unerwartetes Treffen. Prost. Prost auf etwas Unvergessliches. Ganz richtig. Oh, wer sind Sie alle? Oh. Nicole! Wir haben uns doch heute im Restaurant getroffen. Ich bin deine Freundin, Amelia. Oh. Wo bin ich? Du bist zu Hause. Dein Mann, John, hat uns eingeladen. Mein Mann? Das ist nicht mein Ehemann. Liebling, ist schon gut. Oh. Hey!
Was zur Hölle geht hier vor? Wer sind Sie eigentlich? Ihr beiden, denkt ihr nicht, dass ihr euch verdächtig verhalten habt im Restaurant? Was? Was? Hätte ich mich nicht als ihr Mann ausgegeben, hätte man euch direkt erkannt und sofort die Polizei dorthin gerufen. Ihr wärt längst in Handschellen. Hm? Wieso so angespannt? Was hattet ihr vorzustehlen, hm? Ihr Portemonnaie? Ein paar Juwelen? Ich habe etwas Größeres für euch hier. Lösegeld. Für sie. Nein. 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 Ich bin da raus. Nein. Hör zu. Weißt du noch, was ich sagte? Bloß Diebstahl. Bloß Diebstahl. Das ist sicher. Hör zu. Er hat recht. Ich will wieder zurück. Zurück ins ernste Geschäft. Was? Ist das dein Ernst? Erinnerst du dich daran, was beim letzten Mal passiert ist? Denk nach. Es gibt nichts zu teilen zwischen uns dreien. Okay, na und? Gary! Wir müssen sie knebeln, oder? Hast du was zum Festbinden? Und du, Amelia? Du durchsuchst ihr Handy und findest ihren Ehemann. Stopp, das reicht. Es ist nicht nötig, nach ihrem Mann zu suchen. Denn er ist bereits hier. Das ist Nicoles Ehemann. Süßer. Wisst ihr, ich sah, wie ihr beide versucht habt, diese Frau im Restaurant zu betäuben und ich beschloss, einzuschreiten. Also nahm ich ihr Handy aus der Tasche und rief ihren Ehemann an. Übrigens heißt er Stanley. Du kannst nichts beweisen. Sie wollten die Frau von einem Polizisten verletzen. Glauben Sie mir, ich beweise das. Leute, kommt rein. Ach, und übrigens habe ich eure Geständnisse über vorherige Straftaten aufgenommen. Danke für Ihre Hilfe, Mann. Da gibt es nichts zu danken. Stellen Sie nur sicher, dass die beiden für lange wegkommen. Oh, ich laufe lieber durch eine sichere Stadt. Natürlich. Ja. Hey, Süße. Gehen wir nach Hause.